Hi Airsoft Geisterten. Heute geht es, wie schon angesprochen in einem Short, um die Rollenverteilung im Airsoft und was es da denn alles so gibt. Im Airsoft gibt es verschiedene Positionen und Rollen, die verschiedene Aufgaben erfüllen müssen. Habt ihr dann vielleicht schon eure Rolle gefunden? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare und falls nicht, dann schaut jetzt aufmerksam zu und hört euch mal an, was es denn so gibt. Wir nennen euch jetzt nur ein paar Beispiele von den beliebtesten bzw. bekanntesten Rollen, die es im Airsoft gibt. Es gibt natürlich bestimmt auch noch viele weitere, die ihr euch vielleicht sogar teamintern überlegt habt. Also schreibt uns auch mal gerne rein, ob irgendwelche Rollen fehlen, die ihr in eurem Team denn vertretet. Aber wie ist das allgemein? Allgemein ist es so, dass solche Rollenverteilungen eigentlich mehr in einer Lab-Situation oder einer Milsim-Situation stattfinden. Auf den normalen Spieltagen hat man selten so Rollen, außer man spielt jetzt im Team selbst, wo man sich seine Rollenverteilung gegenseitig gibt und sagt, okay, du bist jetzt X, du bist Y und du bist Z. Aber bestimmte Rollen machen wirklich nur dann Sinn, wenn es ein Milsim-Event, ein Lab oder eben ein Rollenspiel ist. Wie zum Beispiel der Medic oder Sunny. Denn die Sunny-Rolle ist meistens nur in Szenarien. Es geht aber meistens um das Heilen oder Wiederbeleben von Teammitgliedern. Gerade bei großen Events, wenn es zum Beispiel ein Spieler zwei Leben hat, aber nach dem ersten Treffer muss er vom Medic verarztet werden und danach, wenn er nochmal getroffen wird, ist er raus und muss zum Respawn zurück. Aber es gibt auch noch viele andere Bereiche, wo der Medic dann gebraucht wird. Vielleicht habt ihr ja auch jemanden, der wirklich eine Ausbildung zum Rettungssanitäter oder so hat und den schiebt ihr wirklich in die Medic-Rolle, damit dieser auch bei wirklichen Verletzungen agieren kann. Aber im Großen und Ganzen rennt der Medic oder der Sunny eigentlich übers Feld und kümmert sich um die Wunden der Mitspieler. Da der Medic auch oft gut bepackt ist, ist es auch von Vorteil, wenn er eine etwas leichtere Waffe hat, sprich eine MP oder ein kleineres Sturmgewehr. Demnach müsst ihr euren Medic immer gut beschützen, denn wir wissen ja nicht, wie viele Medics bei so einem Event auf dem Feld rumrennen. Wenn es nur eine Handvoll gibt, müsst ihr immer sehr viel Hilfe leisten. Denn ohne den Medic geht ihr irgendwann alle im Spiel drauf. Aber kommen wir mal zur nächsten Rolle und das ist eine Rolle, die vielen von euch bestimmt schon so untergekommen ist oder die viele von euch auch gerne machen, nämlich der Scharfschütze bzw. Sniper. Ein Scharfschütze agiert selten alleine, aber er ist darauf ausgelegt, präzise Schüsse aus der Ferne abzugeben und den Gegner auf große Distanz auszuschalten. Und der Scharfschütze ist nicht umsonst eine der beliebteren Positionen im Team, denn viele wollen es spielen, aber nicht viele können es spielen. Wie ich immer gerne sage, es ist easy to learn, aber hard to master. Das heißt, generell könnte eigentlich jeder ein Scharfschützengewehr in die Hand nehmen und damit spielen, aber es geht ja auch um vieles weitere beim Scharfschützen-Spielen. Demnach, wie gesagt, hard to master. Der Scharfschütze sucht sich dann meistens eine Position aus, auf der er einen großen Überblick übers Feld hat. Aber natürlich muss man als Scharfschütze nicht den ganzen Tag nur in derselben Position lauern. Man kann zwischenzeitlich auch seine Position ändern, man sollte aber möglichst unentdeckt bleiben. Und genau deswegen hat man noch die anderen Rollen, die einem dabei helfen. Und natürlich ist es nicht nur getan, indem ihr jetzt ein Scharfschützengewehr habt, sondern ihr müsst wirklich in diese Rolle reinsteigen. Ihr holt euch beispielsweise einen Ghillie, craftet den Ghillie, dass er richtig gut an die Position passt oder an die Umgebung passt, in der ihr spielt. Aber als Sniper braucht ihr immer Unterstützung und zwar am besten von jemandem, der Späher spielt. Und dann gehen wir auch direkt über zum Späher. Was macht der denn? Der Späher versucht immer so leise wie es geht, aber gleichzeitig so schnell wie es geht unterwegs zu sein. Das heißt, leichte Ausrüstung, aber effektive Ausrüstung. Der Späher beobachtet Gegner, klärt diese auf und ist quasi immer am Spähen, wie der Name schon sagt. Und das ist halt eine Rolle, die den Sniper sehr gut unterstützen kann, denn wenn dieser weit vorrückt und die Position der Gegner aufklären kann, kann er die Position dem Sniper durchgeben und dieser kann auf Distanz dann bedenkenlos agieren. So fällt der Späher nämlich nicht auf und er bleibt immer ein bisschen im Hintergrund, will ich nicht sagen, weil er ist weit vorne, aber er bleibt unentdeckt. Aber es ist nicht nur die Aufgabe des Spähers, andere Spieler auffindig zu machen, sondern gerade in so einem Milsim oder einem Lab ist es auch wichtig, dass der Späher die Objectives ausfindig macht. Zum Beispiel gegnerische Lager oder wenn es jetzt um Flaggeneroberungen geht, auch auffindig machen, wo sind denn die Flaggen, wo sind die Positionen, wo kann mein Team am besten angreifen. Es ist wichtig, als Späher taktische Entscheidungen zu treffen und auch mit dem Team sehr viel zu kommunizieren. Das heißt, wenn ihr euch entscheidet, ein Späher zu sein, dann ist es wirklich super wichtig, dass ihr wisst, was ihr macht, dass ihr Kommunikation zu eurem gesamten Team haltet, nicht nur zu dem Sniper. Und ihr müsst auch immer schön flink unterwegs sein, also sehr leicht. Habt ihr dann die Positionen verschiedener Sachen eurem Team weitergegeben, bewegt ihr euch zur nächsten Position, natürlich bestenfalls unerkannt,
und spät weiter. Das heißt, eine sehr wertvolle und wichtige Rolle, die die Teamdynamik unterstützt. Also, wenn ihr Bock auf sowas habt, go for it. Aber seid euch gewiss, es ist eine sehr schwere Rolle. Kommen wir mal zu der, ich glaube, beliebtesten und bekanntesten Rolle. Und auch die Rolle, wo die meisten Airsofter oder die meisten Leute sich einen Airsofter darunter vorstellen. Und das ist der Infanterist. Wie schon gesagt, der Infanterist ist das, was man sich unter dem klassischen Airsofter vorstellt. Er ist meistens mit einem Sturmgewehr unterwegs, Plattenträger und kann sowohl in der Frontline mit agieren, aber auch in der Backline mit agieren. Das ist von Spieler zu Spieler oder von Art und Weise, wie die Infanteristen eingesetzt werden, unterschiedlich. Beispielsweise können Teil der Infanteristen den Späher unterstützen und mehr offensiv gehen und ein anderer Teil der Infanteristen bleibt ein bisschen weiter hinten und supportet dann zum Beispiel den Sniper oder andere Rollen, die vielleicht noch kommen. Was der Infanterist macht, hängt im Endeffekt immer stark von dem Ziel ab des Spiels. Das heißt, wenn es zum Beispiel Flaggen erobert werden müssen, der Späher guckt, wo sind die Flaggen. Der Sniper hält auf die Flaggen drauf und guckt, dass keine Gegner in die Nähe kommen. Während der Infanterist dann nach vorne geht und versucht, die Flaggen zu erobern. Und genauso ist es mit allen anderen Missionszielen. Im Endeffekt ist es immer so, dass der Späher schaut und die Infanteristen kümmern sich, dass das Missionsziel abgehakt werden kann. Ob es jetzt eine Lagereroberung, eine Flaggeneroberung, eine Bombenentschärfung und ist, die Infanteristen sind quasi die Mädchen für alles. Und demnach ist es auch sehr offen, was ihr spielt. Meistens ist es zwar ein Sturmgewehr, ihr könnt aber auch eine MP spielen, ein DMR spielen. Also ihr seid wirklich ein bisschen offener mit allem. Ihr seid nicht so begrenzt auf eine spezielle Sache. Ihr könnt wirklich spielen, was ihr wollt, solange ihr die Aufgabe des Infanteristen erfüllt. Und auch als Infanterist ist es wichtig, Kommunikation zu halten. Vielleicht nicht so wichtig wie beim Späher, aber wenn ihr jetzt in verschiedenen kleinen Trupps rumläuft als Infanteristen, ist es immer wichtig, dass mindestens einer von euch Funkkontakt zu den anderen hat und das an die Kollegen um ihn drumherum weitergeben kann. Und so läuft das auch meistens mit den Infanteristen. Ihr teilt euch in kleine Gruppen auf und diese kleinen Gruppen schalten dann verschiedene Ziele aus oder im besten Fall, wenn es mal möglich oder nötig ist, kann auch eine Gruppe Infanteristen noch zu der anderen rücken und dort mithelfen. Deswegen ist halt der Funk auch essentiell wichtig. Und Infanteristen bekommen dann auch öfter mal vom Scharfschützen Informationen, der jetzt zum Beispiel an der Flagge dann sehen kann, hey, da und da ist ein Gegner, gib das an die Infanteristen weiter, die schalten die Gegner aus und holen das Objective. Aber kommen wir mal zu der letzten Rolle für unser Video und das ist der Supporter. Der Supporter oder auch Support Gunner genannt, hat meistens die stärkste Feuerkraft im ganzen Team. In Deutschland etwas schwierig, da wir halt starke Feuerkraft relativ begrenzt haben. Denn ein Supporter spielt meistens ein LMG. Aber ein LMG ist in Deutschland natürlich nur dann Full Auto möglich, wenn wir unter 0,5 Joule sind. Aber selbst dann macht die Rolle einen riesen Spaß. Denn ihr seid dafür da, Unterstützungsfeuer zu geben. Das heißt, wenn jetzt die Infanteristen in eine Stellung rücken wollen, dann seid ihr als Supporter da und gebt dauerhaft Unterdrückungsfeuer, dass die Gegner nicht mehr rauskommen oder die Infanteristen bei ihrem Ziel stören. Demnach ist es halt wichtig, die gegnerischen Teammitglieder so zu unterdrücken, damit diese es schwer haben, euch von eurem Ziel abzuhalten. Aber ein Supporter trägt auch gerne mal noch eine Schrotflinte oder LMG und Schrotflinte. Kommt halt immer auf die Art und Weise an, wie ihr das spielen möchtet. Aber für mich ist ein typischer Supporter mit einem dicken LMG und am besten viel Schuss. Der Supporter kann zum Beispiel auch dazu beitragen, wenn der Medic jetzt jemanden wiederbeleben muss oder verarzten muss, kann der Supporter sich da vorstellen oder den Verletzten in dem Fall halten, damit der Medic in Ruhe zu ihm kommen kann und ihn verarzten kann. Noch eine Rolle des Supporters ist es dann, viel Munition bei sich zu tragen, um Teammitgliedern, die keine Munition mehr haben, vielleicht auch etwas Munition abgeben zu können. Das kann er in Form eines Speedloaders oder Ersatzmagazine für die Teammates oder einfach eine Tüte BBs. Also auf jeden Fall hat er immer etwas dabei, um seinen Teammates Support zu leisten, durch Munition zum Beispiel. Und auch hier ist es wichtig, dass der Supporter gute Kommunikation mit dem Team hält, denn wir müssen ja dem Supporter Bescheid sagen, ey, wir brauchen jetzt hier Unterdrückungsfeuer, wir brauchen hier deine Hilfe, der Supporter rückt zu der Stellung mit dazu und unterdrückt, damit die Infanteristen angreifen können. Und so ein Supporter kann euch wirklich einen taktischen Vorteil auf dem Spielfeld bringen. Aber das war's auch schon mit den Rollen, die wir heute in unserem Video bearbeiten möchten. Fehlt euch denn irgendeine Rolle oder seid ihr so weit mit denen zufrieden? Wollt ihr noch weitere Rollen hören? Da wollt ihr vielleicht nochmal ein Video, wo wir andere Rollen noch erklären, wenn es da noch viele weitere gibt. Oder habt ihr Rollen in eurem Team, die ihr vielleicht noch selbst erfunden habt? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen freuen, einen Kommentar, hinterlasst uns ein Abo, kostet euch nichts und hilft uns dann auch weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!